Zocken mit Bohnen, life is strange hier im Keller und nein, meine Haare sind nicht gefärbt. Das liegt an dem blöden Licht, Leute. Aber andererseits ist mir eigentlich auch egal. Ist mir wirklich wurscht. Von mir aus färbe ich mir die Haare. In derselben Haarfarbe, wie ich sie schon habe. Also so sehr habe ich keinen Bock, so sehr habe ich keine Probleme mit grauen Haaren. Das nur, weil ich lese natürlich mit im Chat. Auch wenn wir hier nicht live sind, weiß ich ganz genau, was da permanent abläuft. Ich kenne euch. Ich bin geistig leider mit euch verbunden. Also insofern kein Spruch, den ich nicht mitkriege. Ich sehe alles, ich höre alles. Vielleicht lasse ich mir auch den kompletten Chat immer ausdrucken und studiere den die ganze Nacht. Ohne zu schlafen. Der Knödelklaus 68 hat wieder was geschrieben. Den merke ich mir, Knödelklaus. Ja, und so vieles mehr. Ich mobbe euch, ihr mobbt mich. Wir alle gemeinsam spielen Life is Strange, in dem es um Mobbing geht. Und vielleicht lernen wir alle was daraus. Wir sind im Spiel, ich brauche nicht viel erzählen. Ihr habt eben schon eine halbe Stunde mitgekriegt. Wir brechen in unsere Schule ein. Um ein Foto dieser Swimsuit Edition von 2013 zu klauen, nehme ich an. Der Blackwell Academy. Nur echt mit den Ottern. Ja, während die hier so lange rummacht, kann ich ja noch ein bisschen rumsuchen. Vielleicht werden wir auch gleich ertappt. Wir dürfen natürlich nicht hier sein. I feel bad for the twee hipster who lost this beret. Betty's cute. Das ist schon lustig, dass sich ein Typ, ein Mädel, die original mit einer alten Vintage-Sofortbildkamera rumläuft und das allen Ernstes bei ihrem Fotografiekurs anbietet als gute Bilder, dass die irgendwas gegen Hipster sagt oder auch nur das H-Wort in den M nimmt, das finde ich bedenklich. Man muss ja irgendwie auch. Only a total phony would wear a crappy hat like that. Ja, das ist gut. In einem Spiel über Mobbing permanent über alles rummeckern. Max. Ja, sie ist natürlich auch nicht gefeilt vor dummen Sprüchen, die sie selbst abseilt und damit Leute verletzt, wie zum Beispiel den Kerl, dem dieser wunderschöne Hut gehört, der vielleicht gerade irgendwo hinter dieser Tür steht, im Bathroom, und das hört, wie sie ihren Hunting Hat beleidigt und sich dann direkt vom Dach stürzt. Offensichtlich ist es ja die Lösung für alles bei den Blackwell-Studenten. What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key, just in case. Why, yes, I could. Ich mag die Idee, dass sie mit ihrem Handy leuchtet, auch wenn es kein Handy auf der ganzen Welt gibt, was so einen schönen Leuchtstrahl wie so eine Taschenlampe von sich gibt. Ja, okay, Mai, vielleicht. Sie benutzt ja auch ihr Licht. Aber das macht den Akku kaputt. Ja. Ist irgendwie cool gemacht. So kleine Details, die fallen mir dann immer erst beim zweiten Mal hingucken auf. Die machen das Ganze noch ein bisschen lebensechter. Wer hat schon heute noch eine Taschenlampe? Ist ja wirklich so. Okay, sie macht hier weiter. Ich guck noch mal hier in diesem Drawer. So richtig wüsste ich auch nicht, was man hier suchen sollte. Nothing here. Oder vor allem finden sollte. Boring. Crap. No key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. Hey Warren, you busy? Geil, jetzt zieht dir auch noch jemand von den Unbeteiligten rein. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, science guy. No. Stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. Yes, I'm still
all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the help. This sucks ass. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Okay, wir gucken gerade nochmal nach. Okay, so, was brauchen wir? Zucker. Soda. Eigentlich ist ja in der Soda genug Zucker. Duct Tape. Das kriegt man hin. Duct Tape kann man natürlich für alles. Wundert mich nicht, dass man es auch zum Einbrechen benutzen kann. Mit Duct Tape ist man immer gesichert, sollte immer jeder dabei haben. Sodiumchlorat. Okay, also wir machen Zucker und Sodiumchlorat zusammen, um die Soda-Can rum und Zucker kommt da auch noch rein und irgendwas noch drumrum und dann zünden wir es an. Es explodiert. Was ich nicht ganz verstehe, ist, wie sonst das helfen. Aha. Wie soll uns das helfen, später nicht entdeckt zu werden? Ja, die Mutter. Eigentlich komisch. So viele Probleme und sie redet nicht ein einziges Mal mit ihrer Mutter. Hey, whore. Feminazis will be exterminated. Exterminate! Falls ihr Doctor Who kennt. Ich kann das Wort nicht mehr lesen, ohne an Exterminate aus Doctor Who zu denken. So. Also gut, wir wissen nicht, wer das ist, ja? Also wir nehmen an, das ist Nathan Prescott, der uns bedroht. Aber es könnte auch jemand anders sein. Ja, okay. Chloe haben wir jetzt auch abgehakt. Ist ja alles gut. Hört mal auf, mich zu nerven. Wir suchen ja jetzt ganz wichtige Sachen. There's no way David would get in Mrs. Grant's face. She'd shut his ass down fast. Ah, da geht's um den Beef zwischen dem Stiefvater von ihr und einer der Lehrerinnen, die Warren gegen diese Überwachungsstaat-Geschichte ist. Let's see if I can find those items. Okay, was suchen wir? Science Class, genau, das suchen wir. Wir suchen Natriumchloridcarbonat-Extrakt. Gross. I hate that formalin smell. Ich auch. Und er hasst dich. Der Geruch only mag dich auch nicht. Warren has shattered my faith. Of course, I'm barely passing science. Aha. Könnte man da nicht noch was ändern? Ah, das ist schwierig. Oh Mann, soll man das machen? Am Ende kriegt er den Ärger. Nee, ist es nicht wert. B- reicht, wenn das jetzt ein F wäre. Aber nee, echt. Man muss es ja nicht übertreiben, ne? Jungs, wisst ihr selber. Was ist hier mit dem Sugar? Ich will den Sugar haben. Give me the sugar. Sugar Hill Gang? Okay. Sugar. Ja, genau, danke. Muss ja nur fünfmal versuchen. Only three more items to go. Hey, du bist zu doof, um diesen einen Schritt hier zu gehen. Du bist wirklich... Was kannst du überhaupt, Max? Was kannst du? Ass-Biology. Ugh, gross. Super. Herzlich willkommen zu unserer ersten Stunde von Arschbiologie. Wer möchte wissen, um was es hier geht? Wer hat eine Idee? Ach, herrlich. Ach, nochmal in der Schule sein. Mit dem heutigen Wissen nochmal in der Schule sein. Ich würde euch das Abi durchrocken in 8 Jahren. Also, das ist natürlich gelogen. Ich würde so gut bescheißen, dass ich es in 8 Jahren schaffen würde. Aber ich würde es locker unter der Regelstudienzeit bekommen. Ah, man war damals aber nur faul. Max takes shitty selfies. Ich bin Vanessa. Es gibt echt nur zwei. I never said they were great.
beschissene Personen auf diesem Campus und ich weiß, wo sie sitzen und sie sitzen genau da, wo man es denkt. Da, wo so ein Shit steht. Die sollen mal alle nicht so rumheulen. Die können nämlich allen nichts. Ist hier? Nee. Mann. So, sodium chloride is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Also brauche ich eventuell jetzt ein Unkraut-Vernichtungsmittel. Und das finde ich hier aber wahrscheinlich nicht. Ich dachte, ich finde hier dieses Sodium-Kacniochorid. Aber das muss ich dann wohl woanders finden. Oder hier. Hier wäre auch eine Möglichkeit. You're an artist, damn it, not a scientist. But this is so not sodium chlorate. Okay, ich hab's verstanden. Oh ja, total artsy. Ew, gross. At least switch to E6. Das Spiel ist mir zu up-to-date. Okay, hier ist die Art Class. Okay, jetzt locker. Vielleicht habe ich ja da ein bisschen so glad you still have your locker, Kate. Empty. Come on. Naja, aber was hast du erwartet, oder? Hast du nicht wirklich was erwartet? Boah, also ich nehme an, dass ich den Weed Killer im Außenbereich finde. Da, wo der Hausmeister seinen ganzen Kram hat. Das wäre auf jeden Fall der logischste Weg. Release the Kraken. Release the Kraken. It's all mine anyway. Okay, so da haben wir jetzt halfway home, Max. TTYL. Too tired. Yes, lol. Nee. TTYL. Ich weiß, ist eine coole hippe Jugendabkürzung, die man benutzt, weil in der Jugend hat man keine Zeit für richtige Texte. Man muss alles abkürzen, damit man dann noch mehr Nachrichten mit Abkürzungen schreiben kann. Und am Ende hat man irgendwie nichts gemacht in seinem Leben. Und Gott kommt und sagt: WTF, LOL. Und so weiter. Mir fallen nicht mehr Abkürzungen ein, weil ich nämlich erwachsen bin und nicht so jung. Und ich habe Zeit zu verschwenden. Denn meine Zeit ist Erwachsenenzeit. Die ist nichts wert. Die ist lieber verschwende ich die hier und mit euch oder mit Ausschreiben von SMSen und dem Kämpfen von T9 als mit irgendwas anderem. Weiß nicht, wie der Satz enden sollte, aber am Anfang gab es ein gutes Ende. Nathan got smacked down. Ja. Bla 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 bla. So, ich kann nicht raus. Probably should find those items now. Ich kann nicht raus, obwohl ich echt denke, da würde ich wahrscheinlich am ehesten fündig werden. Aber gut, dann suchen wir halt. Nee. Suchen wir halt jetzt in der Schule irgendwo Unkrautvernichter. Naja. Habe ich noch nie gesehen, was gucke ich mir generell nicht an, die Hall of Fame. Habe ich eh nichts zu suchen. No trophy will help Blackwell's reputation now. Das ist korrekt. Blackwell nämlich ein Drecksladen ist. Das ist Rachel, überall hängen ihre Plakate rum. Okay, jetzt irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass ich mir jetzt alles angeguckt habe. Ich kann nicht raus, ich kann irgendwie nichts machen. Hier finde ich keine Chemikalien. Ich weiß immerhin jetzt, in was sich Sodiumchlorat befindet. You'd think Warren would have told me that factoid. Ja, da war doch was. I never said they were great,
control. Max, if you can't find sodium chloride in the science lab, give it up. Ja, das denke ich aber auch. Everybody's asleep. I hate to wake them up, but I want a picture. Echt? Davon? Good evening, Fish Fish. Vom Aquarium? Mit einem Glas vorne, was den Blitz reflektiert? Na gut. Oh ja, super cool. Damit gewinnst du den Preis. Super. Thanks, Fish. Nice work. Ey, wenn alle Fotografen so arbeiten, dann möchte ich, dass sie nie wieder Geld verdienen. Please resume your slumber. Oh, immerhin lassen wir die Fische wieder pennen. Nicht nur wie, nicht so wie bei Sea Monster, wo wir in unserem Aquarium nicht mal Fische haben, weil sie sonst tot wären. Okay, ich finde nichts. Ich gebe es auf. Da Vinci was a boss. Natürlich. Ah, können wir sie einfach eine DVD angucken? Oh Mann, wo soll ich denn jetzt diesen chemischen Kram finden? Ich habe jetzt gedacht, vielleicht hier unten in der Schublade, als ich das am Anfang gesehen habe, wegen Weedkiller. Aber nee. Das wird nix. Oh Gott, das gibt mir alles so schlimme Erinnerungen. Diese Gashähne jedes Mal. Die haben mir immer Angst gemacht. Ich möchte nicht wissen, wie viele Chemieklassenräume täglich explodieren in der Welt. Moment, Chemistry Stuff? Okay, dann. Ich kann es mir nur angucken. There's got to be something I can use here. Vielleicht sollte ich mich auch auf die vierte Ingredienz hier konzentrieren, die ich noch brauche. Ich habe sie leider nur vergessen. Aber ich bin mir sicher, sie war auch wichtig. Hier vielleicht. Komm, kann hier nicht mal irgendwo ein bisschen Sodium-Chlomanurat Carbonat liegen? Das ist doch scheiße. Regie, sag doch auch mal was. Wo ist denn hier das Sodium-Chlomanurat? Warum kann ich das hier nicht nehmen? Okay, vielleicht wenn an ist, kann ich vielleicht irgendwie was öffnen. Hier Max, unten vielleicht. If you can't find sodium chloride in the science lab, give it up. Ich bin wirklich der Allerschlechteste. Ich finde diese beschissene Zutat nicht in einem Wissenschaftslabor, wo eigentlich alle Chemikalien liegen müssten. Ich bin hier im Chemielabor. Ich finde es nicht. Und stattdessen wird mir gesagt, es ist ein Weedkiller. Vielleicht wird's auch, ist auch ein bisschen anders vielleicht, muss ich nochmal gerade überlegen. Vielleicht sagt mir das extra, dass ich vielleicht woanders suchen muss. Aber ich habe doch jetzt wirklich alles einmal durchgesucht. Kann ich nicht einfach wieder zurück und wir treten diese scheiß Tür ein? Es bringt doch auch nichts, wenn die Tür explodiert. Das hilft doch auch keinem weiter. Ach, das ist jetzt die andere Seite wieder. Oh Mann, ey. Jetzt laufe ich auch noch im Kreis. Okay, ein letztes Mal noch. You're an artist, damn it, not a scientist. But this is so not sodium chloride. Gut, jetzt this is like a scene in a horror film. Unserer Klasse. Vor allem Everyday Hero, man hätte einfach Max hätte es eigentlich schon gewonnen. Ach egal. Ich meine, die hat gerade jemand das Leben gerettet. Reicht das nicht? Hätte sie nicht noch schnell ein Foto davon machen können? You can never escape the lighthouse here. I feel gross even looking at Nathan's work. But he does have some style. Ja, geil. Morbides. Eine morbide Fotografie von einem bescheuerten Friedhof. Das passt halt zu ihm. Look, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Oh, Kate. Victoria, that is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Hä? Moment. Was ist denn daran geil? Ja, einfach nur ein blödes Foto von irgendwem. Das ist doch keine Kunst.
Da ist sogar der Kopf oben abgeschnitten. Und man sieht nicht, was er da zeichnet. Und links liegt irgendein Müll auf dem Boden. Wollt ihr mir ernsthaft erzählen, das ist ein gutes Bild? Daniel's a better illustrator than photographer, said Max, the art critic. Ja, Max, tut mir leid, aber du solltest einfach deinen fucking Job wechseln. Du bist völlig inkompetent in deinem Job. Du wirst es nie zu was bringen. Du hast null. Du hast in deinem winzigen Fingernagel, habe ich, mehr Kunstverständnis als du. Wie kannst du das hier geil finden und das scheiße? Du Arsch. Das macht mich wütend. Diese dummen, vorbereiteten Kommentare, die überhaupt nicht passen. Victoria's Cigarettes? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Ja, geil. Da ein bisschen Strychnin rein. Oder die mit Asbest versetzen. Das muss sie ja nicht umbringen. Vielleicht macht es sie auch nur sehr dumm. Naja, gut. Ich bin offensichtlich zu alt für diesen Shit. So, was... Oh, Duct Tape. Wunderbar, das habe ich. Geil. Ich glaube, jetzt habe ich hier sogar alles, was ich brauche. Ja, aber ich finde sie doch nicht. Ach komm. Nee, auch nix. Was lesen die eigentlich so, wenn ich mal kurz gucke? Collection, du ist mir. Ich kann es nicht lesen. Ist mir ein bisschen zu schräg. Raus. Okay, aber hier ist das Science Lab. Hier ist unser Fotolab oder unser Art Lab. Denn hier wird echte Kunst gemacht. Und hier ist wieder Science Class. Was ist hier? Kann ich nicht rein? Ich gehe sonst ganz systematisch alles durch. Vielleicht auf dem Klo. Nee, auch nicht. Hier vielleicht. Nee. Ah, ich werde schon einen Weg finden. Früher oder später finde ich einen Ausgang. Max, if you can't find sodium chloride in the science lab, give it up. Ja, ich verstehe schon, was dieser Wink mit dem Zaunpfahl bedeuten soll, aber es will mir nicht einleuchten. Ich habe doch nur wirklich alles abgeguckt. Vielleicht fehlt mir irgendeine schulische Erfahrung, um zu verstehen, wo die gelagert werden. Aber ich habe doch einfach alles ausprobiert. Gibt's hier noch irgendwo ein anderes Ding? Science Class, Assistant Storage, noch mehr Storage, Computer Lab, Kitchen, Cafeteria. Nee, sieht im Moment nicht richtig aus. Ich rede nochmal mit der Ollen, vielleicht hat die eine Idee. Geht nicht. You have to be shitting me. Vielleicht hätte ich den... Ich glaube nicht, aber vielleicht hätte ich den vorher schon nehmen sollen. Also vielleicht hätte man den irgendwo finden können und ich hätte ihn nehmen müssen. Ich glaube aber nicht, dass Life is Strange diese Art von Spiel ist, wo man sich in eine Sackgasse rätseln kann. Ja, gehen wir nochmal ins blöde Science Lab. Der eine Ort, wo ich nie wieder hin wollte. Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Max, if you can't find sodium chloride in the science lab, give it up. Ich will den Grade aber nicht changen, obwohl ich scheinbar das die einzige Möglichkeit ist, überhaupt noch irgendwas hier zu tun. Nein, aber ich will das nicht. Das gibt am Ende nur Ärger. So, kann mir jetzt mal jemand sagen, wo das ist? Wish I knew what periodic means. Das gibt's ja nicht. Uranus. Wer hätte gedacht, dass das so schwer wird jetzt. Ich hätte irgendwie auf andere Sachen getippt, aber nicht
auf so eine kleine dumme Fetch Quest. Jetzt komm. Irgendwo. Nein, wir können nicht Feierabend machen. Ich muss doch vorher noch das blöde Scheiß Natriumchlorid finden. Wir können doch nicht die Leute ohne Natriumchlorid ins Bett schicken. Was sollen die denn machen? Jetzt mal im Ernst, Regie. Was sollen die denn machen ohne das? Da können die sich keine Explosivstoffe draus bauen und dann leben sie vielleicht noch einen Tag länger. Wollt ihr das verantworten? Ich guck noch einmal ins Buch. So, Sodium Chloride is... You'd think Warren would have told me that factoid. Okay, wo findet man es? Wo finde ich's? Okay, wir haben nicht mehr lange. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen, um all diese sinnlosen Suchversuche einfach ungeschehen machen. If you can't find Sodium Chloride, ich weiß, Regie, aber ich kann's doch nicht ändern. Ich muss doch zumindest noch irgendwo einmal kurz. Irgendwie kann ich nicht. Moment. Ah! Here's the sodium chloride. Ja! Fucking Sodiumchlorid! Bitch! Ich hab alles. Aber was damit passiert, das kann ich euch erst später sagen. Denn ich weiß es nicht. Und wir sind jetzt am Ende und haben keine Zeit mehr. Eine weitere Stunde wird es irgendwann geben. Ich weiß nicht wann, denn ich nehme die im Moment vorab auf. Und ich würde sagen, das war's und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Achtet einfach auf den Wochenplan, da steht immer drin, wann. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich, denn mir macht sehr viel Spaß und wir werden das durchrocken. Ob Sodiumchlorid komme oder nicht, dann nehmen wir halt irgendwie Sodiumchlorid. Das wird schon. Bis gleich. Bis später. Bis zum nächsten Mal.